Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von unserer Sims 2 Schwarze Witwe Challenge. Ja, im letzten Part haben wir es uns richtig gut gelassen, war ja ein gemütlicher Sonntag. Unser kleiner Emilio hat mit Snow gespielt, hat Klötzchen gebaut, hat sich wunderbar mit sich selbst beschäftigt, während die Eltern abends ein wunderbares Date zu Hause hatten. Ein traumhaftes, um genau zu sein, mit Whirlpool, Techtelmechtel und allem, was dazugehört. Die Geister haben uns relativ bis auf einmal in Ruhe gelassen. Und ja, jetzt verbringen wir hier den Montag. Emilio ist in der Schule, müsste aber auch jede Sekunde nach Hause kommen. Und ja, Julian möchte mit Jessica sprechen und Jessica hätte Lust auf noch ein Date und sie möchte mit jemandem telefonieren. Ah nee, jemanden einladen. Nee, einladen ist jetzt nicht so ganz. Unterhalten will sie wen. Ja gut, wir gucken mal. Wir machen mal Play. Weil Julian ist ja jetzt sportlich, der war auch schon joggen und jetzt guckt er natürlich noch ein bisschen Sport, ne? Und genießt den Komfort. Die sind auch noch gar nicht so lange wach. Julian ist jetzt natürlich ein bisschen müde, weil er joggen war. Aber gut, das wird schon. Und Jessica liest ein bisschen was über Kunst und Handarbeit und keine Ahnung. Ja, du kannst auch hier mal mitmachen, oder? Eine super Idee. Komm, mach mal mit hier. Pack mal die Zeitung weg. Und mal gucken mal. Ja, ich habe auch gesehen, dass Jessica demnächst mal wieder ihr Lebenselixier trinken muss. Das Problem, was ich auch habe, ich hatte ja vor, ja, ihn hier eventuell im Kindesalter von Emilio loszuwerden, das wird nichts. Weil ich glaube, dass Kinder kein Lebenselixier trinken können. Ich habe das letztens mal woanders ausprobiert und da hat das nicht geklappt. Ich werde es hier aber auch nochmal probieren und ja, mal sehen, ne? Gut, die gucken da gerade. Dings, habt ihr irgendwie, unserem Snow geht's gut, der liegt in seinem Körbchen. Wunderbar, wunderbar. Alles Bestes. Geht's dir? Oh, und es fängt an zu schneien. Jawohl. Snow geht's ja besten. Zahntrang, okay, ein bisschen. Und er hat noch 2 Tage als Welpe. Dann wird er groß. Und da bin ich schon mega gespannt drauf. Hier, hallo? Komm, mein Kleiner. Dich wollen wir auch mal lieb haben. Knuddeln und mit dir noch mal ein bisschen spielen. Ja, wir loben dich auch, dass du im Tierbett rumliegst. Und wir spielen noch mal mit dir. Also was. Okay. Junger Mann, ich glaube, du hörst mal auf, Fernsehen zu gucken und legst dich vielleicht wirklich noch mal ein bisschen hin. Du bist irgendwie müde geworden. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht haben wir ja heute Abend mit dir noch was vor. Er hat übrigens gerade die Wünsche, fit werden und Charisma lernen und Kreativität lernen und was weiß ich nicht noch, aber ja. Da muss er jetzt, mal durch. Und Emilios Noten werden besser. Ja, schön. Da bin ich doch mal gespannt. Gibt's was zum Jubeln? Aber er hat keinen Freund mitgebracht, oder? Hast du Freunde mitgebracht, Emilio? Wie sieht's aus? Wo bist du denn? Oh Gott, ich suche meine Maus. Hier ist wieder Schneegestöber und ich sehe wieder nichts. Nö, also jetzt nichts mit Rara und Hopsasa. Und keine Ahnung, Hunger hättest du, müde bist du und Spaß brauchst du auch. Ja, perfekt. Wo rennst du mit deinen Hausaufgaben wieder hin? Es schneit, ja. Das darfst du gern zur Kenntnis nehmen. Du guckst schon wieder Filme, ja. Okay, nur damit ich weiß, wo du deine Hausaufgaben hinlegst. Das wollte ich wissen. Du könntest ja auch mal mit jemandem über deine Hobbys quatschen. Oder hier mitmachen. Gucke mal. Ich weiß nicht, was die Mama da gerade guckt, aber du kannst kurz mitmachen. Die guckt nämlich einen Film. Und da du einen Film gucken willst, ist das eigentlich ganz praktisch. Ich glaube, die Pantomime-Katze läuft da gerade. Genau. Unsere Blackie hat gerade geübt, tot umzufallen. So, und schon haben wir wieder einen Wunsch erfüllt. So, dann komm mal hier hin. Stell dich mal da hin und rede mal mit deiner Mama über dein Hobby. Film und Literatur, genau. Könnt ihr euch mal drüber unterhalten und dann wird erstmal was gefuttert, würde ich sagen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Beste nehmen. So, was macht Snow? Ist am Rein- und Raushoppeln da. Ja. Dir geht's richtig gut. Du könntest mal jemanden anrufen. Nur damit wir das im Auge behalten, dass es da noch eine Verbindung gibt.
So, was haben wir denn? Hier ist ein Teller. Komm, dann nimm den grad. Das sieht so aus, als könnte es genügen. So. Ach Gott, diese Schneeflocken andauernd. Das ist anstrengend für meine Äuglein. Ach ja, die Gräfin müssten wir auch mal wieder anrufen. Aber jetzt quatschen wir erstmal mit Michael, der aus irgendeinem Grund nicht daheim ist. Sowas auch. Na, sowas auch. Was machen wir denn da? Jessica? Nee, ja, Gott, mach, was du willst. Ist okay. Was macht dein, ja, fast Göttergatte? Ist am Schlafen noch? Ja, Gut. Du kannst hier kein, nee, das macht gerade keinen Sinn. Na, dann guck du noch Fernsehen. Ja, ist in Ordnung. So. Wobei, warte mal, dein Sohn ist fertig. Und dein Sohn braucht Hilfe. Bei den Hausaufgaben vielleicht auch mal. Du willst wieder einen Insiderwitz erzählen und mit Jessica spielen. Ja, dann komm her. Dann würde ich sagen, erstmal unterhalten mit einem Insiderwitz. Und dann frag sie doch mal, ob sie mit dir vielleicht Händeklatschen spielt. Das sollte auch ein bisschen Spaß bringen. Lass den Teller einfach stehen, genau. Und mit Snow machen wir dann danach. Du musst noch Hausaufgaben machen, genau. Ja, ihr seht, es ist nicht so einfach hier, die Challenge und die Challenge-Aufgaben mit einer Familie in Einklang zu bringen. Und ich will natürlich Emilio nicht komplett vernachlässigen. Das wäre ein bisschen doof, ne? Ach so, ich wollte ja, Moment mal kurz. Ich muss deine Hausaufgaben runterholen. Das ist mir zu dumm, wenn die da rumliegen. Wo waren die? Da hinten. Okay, gib mal her. Wupp. Das Ding. So, und die kommen bei dir ins Zimmer. Oder hierhin, meinetwegen. Sollen die auch gerne hier liegen, ist mir wurscht. Hauptsache, du kommst da dran. Und zwar nicht erst übermorgen. So. Dann spielt mal noch ein bisschen. Das ist in Ordnung. Das bringt auch Spaß. Guck dir mal da. Hätte ich so gar nicht gedacht. Okay, dann geh du doch mal bitten, bei Hausaufgaben zu helfen, Jessica. Das ist doch eine super Idee. Mama, hilfst du mir kurz? Dann geht's schneller. Ja, mach ich doch, mein Kind. Alles gut. So, ihr macht das. Wo ist Snow? Snow ist gerade wieder im Körbchen. Nö. Wo ist... Ah, doch. Da, Snow ist im Körbchen. Okay. Wunder, wunderbar. So, du bist langsam eigentlich wirklich wieder fit. Dann steh doch mal auf. Zieh dir bitte was über. Und dann nimmst du dir bitte auch mal irgendeinen Rest. Wobei, ja, aber sie hat halt keinen Hunger. Wir müssen halt wieder ein Daheim-Date veranstalten, weil es geht nun mal nicht anders. Mit Wegfahren und so weiter, klar, könnte man auch machen. Aber ja, wäre blöd. Wir sind jetzt in den Daheimphasen gelandet. So, hier, gucke mal, da haben wir doch noch Toast. Hawaii Toast. Jessica könnte auch mal wieder was kochen. Irgendwie wird das Essen langweilig hier. Und ihr seid nur am... Ah, verschneit sein. Das ist Familienleben pur, oder? Wir helfen unserem Kind mit den Hausaufgaben und ja, der Rest der Familie isst etwas. Moment. So. Du hast Hausaufgaben gemacht. Das finde ich ganz toll, mein Schatz. Und der Spaß geht sogar noch. Was möchtest du denn sonst noch? Einen Witz erzählen und rumgeschwungen werden? Okay. Ja gut, dann machen wir das doch. Dann erzähl einen Witz und dann frag mal die Mama, ob sie die Kraft hat, dich herumzuschwingen. So, da kannst du mal machen. So, und du räumst bitte auf. Ja, du hast immer noch Hunger. Oh Gott, nee. Du bist schlimm, Junge. Ja. Und da ist Snow wieder. Hallo, mit dir können wir natürlich auch mal spielen. Ganz klare Sache. Und Lobenführ im Tierbett liegen können wir mal machen und spielen mit lauter so Sachen, ne? Geht ihr raus? Schwingt ihr euch durch die Gegend? Ja, ich glaube schon. Oh, wer ist denn hier? Hallo, wer bist denn du? Hallo, bleib mal da, Sultan. Achso, das ist Sultan. Ja. Ja, das Kind muss vielleicht auch mal kurz nach draußen ein bisschen Spaß haben hier noch. Falsche Dings. Oh ja, guck dir mal, es ist voll der Schnee. Wir können Schneemann bauen. Mal wieder. Gucken, ob wir den nächsten auch so schön verpackt bekommen. Jo, komm, genug. Dem wird schlecht, dem Armen. So, komm, dann umarm ihn doch mal. Freundschaftlich, ja.
Und dann gehst du mal hier füttern. Und du, kleiner Mann, kannst ja hier mal einen Schneeengel machen. Das ist so eine super Idee, oder? Mhm. Ja, was? Futternapf gesäubert. Wer hat hier wo einen Futternapf gesäubert? Ach Gott, ja. Dann bitte füllen das Ganze auch. Ich meine, ne? Ja, alles gut. Und dann wolltest du noch mal was essen. Ja, dann nimm dir halt noch ein Rest. So. Wie geht's unserem kleinen Mann hier? Ah, gut. Ja, prima. Okay. Schöner Schneeengel. Ja. Der ist wunderbar. So. Du willst gut aufwachsen. So, ich will das jetzt noch mal kurz versuchen. Warum stehen die Blumen da noch? Weiß ich nicht. Hat sie noch was in ihrem Inventar? Mal schauen. Ach, wie schön, dass der Schnee dann immer gleich weg ist. Wir haben noch so viel Geld hier, ne? Also, so viel Zeug, was wir noch verkaufen, benutzen können, irgendwie, irgendwo, irgendwas. Es ist der Hammer. Hier hat sie ihr Lebenselixier-Zeugs. Stellen wir mal frech dahin. Ich hoffe, da steht nichts davor. Nein, oder? Nee, sollte gehen. So, mein Junge, dann zeig mal, kannst du? Nein, er kann da nichts machen. Keine Aktion verfügbar. So ein Mist aber auch. Gehen wir mal. Nee, da brauche ich gar nicht probieren. Nee, da geht nichts. Okay, das heißt, für den kleinen Mann jetzt erstmal frisch machen. Ja, von mir aus kannst du das Ding auch mal sauber machen, bevor du duschen gehst. Wir machen mal das gut aufwachsen als Wunsch hin. So, Jessica ist wieder mal am Daddeln oder was auch immer. Die sollte jetzt hier mal Lebenselixier trinken, bitte. Damit ich das nicht wirklich komplett vergesse, weil das wäre traurig. Du bist mir zu alt geworden. Du hast nur noch 10 Tage. Das ist, ich vergesse das und dann schwuppdiwupp wird sie älter und das will ich nicht. Noch nicht. So, oh, und das Telefon bimmelt. Ja, da kann ja Julian vielleicht mal rangehen. Es schneit, ja, wir haben es gesehen. So. Juhu, und da sind wir gleich wieder ein bisschen besser im Saft. Dann kannst du nochmal trinken. Ja. Machen wir das Ding gerade leer, komm. Madame. Yeah. Oder? Wie viel hast du jetzt? Zeig mal an. 15 Tage. Ja, komm, eins geht noch. Komm, eins geht noch. Hat sich, ja. Dann ist das Ding nämlich auch leer. Vielleicht reicht es ja dann auch endlich. So, du kannst mal Abendessen servieren. Oh, wir haben ja noch Fischessen, genau. Aber du könntest auch mal Schweinekoteletts machen. Da hast du mal was zu tun. Moment, ich muss mal kurz in den Baumodus, weil nur da kann ich das Ding verkaufen. Zack, weg damit. Und Julian. Julian möchte, ja, immer noch einen Insiderwitz erzählen und hat auch Hunger. Ja gut, okay. Dann kannst du auch gleich was essen. Eine Sekunde, ich muss warten, bis Madame vor dem Ding weg ist. Nein, Reste nehmen, bitte. Ja, ich komme, Moment. Nimm du mal die Servierplatte hier, das müsste gehen. Was denn? Ah, oh, du bist müde. Achso, du hast gar keinen Hunger. Oh, müde, ab ins Bett. Oder willst du noch mal kurz... Ja, komm, geh schlafen, ist in Ordnung. Geh schlafen. Dann mach das, dann, ja. Gut, Mama macht was Leckeres zu essen. Eieieiei. Und dann müssen wir gucken... Ah, ja, stimmt, die kommen ja unten. Backofen, richtig, habe ich ganz vergessen. Und nicht vergessen, ne? Schön kochen, meine Madame. Ja, ach, das sieht gut aus. Das sieht doch wieder super aus. Dann kannst du halt... Nein. Was ist jetzt kaputt? Ach, hat ihn wieder ein Geist erschreckt, oder was? Nimm dir mal einen Teller, bitte. Und was ist jetzt hier los? Müde. Ja, dann geh doch auch ins Bett. Ich hatte dich doch ins Bett geschickt, Junge. Ja, leg dich hin, geh schlafen. Lass dich nicht von den Geistern ärgern. Das ist... ich weiß, die sind ganz böse, die Geister hier. Aber ja, da musst du leider Gottes mit leben. Du bist in die schwarze Witwe reingeraten. Ach ja, ich hatte ja... Boah. Da brummt mir schon wieder was ins Ohr. Ich hatte ja übrigens auch einen Kommentar bekommen von... Ich weiß es nicht, war es Tonika? Vergib mir, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, aber da war auch die Frage... Ah, Jonas ist am Rumschweben. Ob ich nicht, wenn ich hiermit fertig
bin, eventuell die Schwarze Witwe mit umgekehrter Reihenfolge machen möchte. Sozusagen, Emilio führt das Ganze fort, muss dann die Mädels umbringen. Wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich denke, wenn ich das direkt im Anschluss machen würde, wird es einfach zu langweilig. Weil, ihr habt gesehen, das Ganze ging nicht mal einfach so schnell, ne? Das hat schon auch ein paar Parts gedauert, die ganze Story hier. Und, ja. Außerdem habe ich, um ehrlich zu sein, gerade eine ganz, ganz, ganz andere Idee, die ich gerne ausprobieren möchte. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel dazu sagen. Schon wieder erschreckt. Von was geht denn hier, Mensch? Ach komm, Kind, geh schlafen. Ich glaube, wir müssen mal die Tür zuschließen, aber das hilft ja leider auch nichts. Das ist es ja. Ach nee, der Arme. Jetzt wird er dauernd von den Geistern geärgert. Das ist nicht der Sinn der Sache. Also unser Kind wollten wir nicht verlieren, ne? So, warte mal. Du siehst, dass es schneit. Ja, das ist ja auch in Ordnung, dass du das siehst. Warte mal, du kannst bitte erstmal hier die Reste weglegen. Dann gehst du bitte mal säubern und benutzen. Hände waschen kannst du anschließend auch. Übrigens wollte ich dir doch deine Blümchen mal ins Inventar packen. Ach, er hat ja auch noch lauter Zeug im Inventar. Was hast denn du hier alles? Achso, okay, gut. Das juckt uns nicht. Das weiß ich, wo er das her hat. Ja, wie gesagt, ich bin auch gerade mal wieder privat am Spielen und natürlich habe ich ausgerechnet die Privatspielgeschichte in diese Nachbarschaft hier verpflanzt. Das ist natürlich äußerst sinnvoll gewesen, aber egal. Juckt uns nicht, stört uns nicht, macht nichts. So, du räumst bitte auf, Madame. Ja, und dann wolltest du doch eigentlich noch ein Date haben, ne? Ich meine, die... Nein, nicht schon wieder. Och, Kind, schlaf doch bitte jetzt. Wer hat dich denn erschreckt? Man sieht gar nicht, wer... Wer ist denn das, der ihn da dauernd erschreckt? Ist das Blackie? Ich glaube, das ist Blackie. Die Katze kommt hier dauernd rein und erschreckt. Es ist gar kein anderer Geist in dem Sinne. Es ist Blackie. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Und leider, nicht so wie in Sims 4, können wir hier mit unseren Geistern ja auch nichts anfangen. Wir können ja nicht mit denen interagieren. Sonst könnte man Blackie vielleicht mal beruhigen und sagen, hier, du, das war keine Absicht, dass du... Halt, 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 halt. Was machst du da? Was machst du da? Du willst dich hinsetzen. Nee, nicht hinsetzen. Du wolltest deiner Frau zukünftigen doch mal einen Insiderwitz erzählen. Insiderwitz, hier. Erzähl ihr doch mal was. Nee, Jessica, jetzt komm mal da raus. Ich hab dich gerade nicht aufs Klo geschickt. Ihr macht wieder lauter Sachen, die ihr nicht machen sollt. Es ist grausam. Da ist schon wieder das Licht an. Und er steht schon wieder da. Ach Gott, der arme Bub, der kriegt ja überhaupt keinen Schlaf, wenn Blackie ihn hier verfolgt. Ja, aber Geister können auch durch Wände gehen. Das wird schwer. Wie soll ich den denn morgens in die Schule schicken, wenn er hier nicht ausschlafen kann? Echt ein bisschen doof, das Ganze. So, was möchten wir denn? Wir wollen, ja, eigentlich schon wieder ein Date haben. Aber wenn ich das jetzt mache, ist es ein bisschen blöd. Wir können mal flirten, streicheln, ein bisschen wertschätzen, bewundern und vielleicht nochmal... zärtlich küssen und dann muss der Mann uns hier aber auch mal in Ruhe lassen, weil wir nämlich endlich mal auf Toilette wollen. Wir könnten ja mal ein Sprudelbad nehmen. So, hier. Und du könntest dann nochmal trainieren, wenn du so lieb bist. Ne, du wolltest ja fit werden irgendwie. Hier war doch was. Ja, oh, wie schön. Komm, dann streng dich nochmal ein bisschen an. Zeig nochmal, was du alles drauf hast. Ja, aber bitte hier trainieren, nicht im Bad. Und dann können wir dich auch wieder ins Bett legen. Und das, was eigentlich passieren sollte, das planen wir halt für den nächsten Tag. Weil, ja, macht schon Sinn irgendwie, wenn dann, ja, wir vielleicht auch wirklich mal weg können oder so, ne? Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ah ja, gut, wir haben sogar noch 2 Minütchen. Das ist gut. Das ist sehr wunderbar. Warum hat das jetzt nicht gezählt? Du wolltest ihr doch einen Insiderwitz erzählen. Hast du nicht gemacht, ne? Bist zwar zu ihr ins Bad gerannt, aber einen Insiderwitz hast du ihr nicht erzählt. Da, Blackie ist die Böse. Blackie, der, die, das. Böses Katzi. Böses Katzi. Hör auf, die Leute hier zu erschrecken. Ich weiß, du bist Geist und das ist deine Aufgabe. Jetzt kommt sie da angeschwebt. Warte mal. Jetzt ist Jessica gleich dran. Das sage ich euch. Nö, ins Wasser will sie dann doch nicht, ne? Ach, Katze, du bist unmöglich.
Jo, komm, das reicht. Genug gebadet. Hier, kannst du mal nochmal hier wertschätzen. Rückenkrabbeln. Ahu, ahu. Du hörst mal kurz auf zu trainieren, weil du hast dich irgendwie verrenkt. Oder so. Ah, oh, und er ist schon wieder wach. Das gibt's doch nicht. Leute, ehrlich, das macht keinen Spaß. Schön hier, schlafen. Oh, geh schlafen, ehrlich. So, und du erzählst jetzt mal bitte endlich deinen Insider-Witz. Hier. Damit ich dir den Wunsch mal erfüllt krieg. So, und dann packen wir euch alle Mannen ins Bett. Duschen kann er später oder morgen früh oder wann auch immer und du gehst auch ins Bett. Husch, schlafen. Nix da, tanzen und so. Geh, schlaf. Und ich bleib auf dem kleinen Bub, damit der nicht wieder zu Tode erschreckt wird hier gleich vom Plecki. Ich sehe das schon, ich sehe das schon. Ne? Das wird nix mit dem Schlafen. Ja, wusste ich. Geh schlafen. Geh schlafen. Ach, geh schlafen. Ja. Irgendwann stirbt uns Emilio am Herzinfarkt. Das ist einfach so, Leute. Es ist einfach so. Blackie besetzt das Bett. Ah, es ist grauenhaft, ey. So, und das war's dann auch für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Und wie das hier weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.